Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video der Reihe Flugfunk grundlegende Einleitung. Dieses Mal eine kleine Änderung, nämlich werde ich den vierten Teil einteilen in zwei Videos, da die letzten doch schon ziemlich lang waren. Wir splitten also nun und heute behandeln wir den Fluginformationsdienst und in Kürze geht es weiter mit einem neuen Video über den kontrollierten Luftraum. Lasst uns direkt anfangen, Fluginformationsdienst. Der wird umgangssprachlich auch gerne FIS genannt, was für Flight Information Service steht und sich aus dem Englischen ableitet, und er hat die Aufgabe, Informationen für die sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Flugverkehrs weiterzuleiten. Dabei wird der Fluginformationsdienst von VFA und IFA-Verkehr in Anspruch genommen. IFA-Verkehr bei FIS, das habe ich ja noch nie mitbekommen, fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere. Es kann aber vorkommen. Wir suchen uns ein kleines Beispiel aus. Zum Beispiel, wir haben ein IFA-Flugzeug, was sich gerade über München befindet, möchte aber gerne das Wetter von Hamburg haben. Der Fluglots hat gerade viel zu tun, der kann ihm das Wetter nicht sagen, also ruft der Pilot einfach auf dem zweiten Set FIS an und wird bei FIS einfach das Wetter von Hamburg erfragen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie IFA-Verkehr Fluginformationsdienste in Anspruch nehmen kann, nämlich der Fluginformationsdienst teilt sich in zwei Teile ein. Wir haben nämlich den FIS im engeren Sinne, den wir gerade beleuchtet haben, als auch den Flugrundfunkdienst, der auch von IFA-Verkehr in Anspruch genommen wird. Was das Ganze bedeutet, werden wir auf den nächsten Folien sehen. Jedoch noch eine kleine Sache vorweg, es handelt sich um Fluginformationsdienst, nicht um Flugverkehrskontrolle. Dies bedeutet, der Fluginformationsdienst an sich verteilt keine Anweisungen und Freigaben, sondern stellt nur Informationen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel Emergency Breaks the Rules, als auch eine weitere kleine Ausnahme, nämlich der Weiterleitung von Freigaben. Wir können uns das nämlich so vorstellen, wir sind auf der FIS-Frequenz, möchten nun eine Freigabe durch einen Luftraum Delta oder Charlie haben, fragen dafür einfach den FIS-Lotsen, ob wir das dürfen, und der FIS-Lotse wird den Fluglotsen des entsprechenden Sektors fragen, ob wir da durchfliegen dürfen. Wenn der Fluglotse nichts dagegen hat, wird er eventuell die Freigabe an den FIS-Lotsen erteilen und der FIS-Lotse wird uns die Freigabe weiterleiten. Das bedeutet, im Endeffekt hat der FIS-Lotse die Freigabe nicht selbst ausgesprochen, sondern der Fluglotse und hat diese entsprechend nur weitergeleitet. Dabei möchte ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen, der Pilot bleibt verantwortlich für die Flugdurchführung und es ersetzt keine Flugvorbereitung. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass der FIS-Lotse uns jeglichen Verkehr zeigt und uns auch über andere Gefahren warnt und wir uns auch nicht mit der Luftraumstruktur und weiteres befassen müssen, weil wir auf der FIS-Frequenz sind. Die Arbeitslast ist nämlich manchmal zu hoch und es gibt keine Garantie, dass wir diese Informationen auch erhalten. So, fangen wir kurz an mit dem Flugrundfunkdienst. Das ist nämlich schnell abgegrast, das Thema. Es gibt drei relevante in Deutschland, mit denen wir uns befassen möchten. Als erstes die ATIS, die Automated Terminal Information Service, die wir alle kennen. An den großen Flugplätzen wird diese ausgestrahlt und es handelt sich dabei um die Wetterinformation, also das aktuelle Meter, um die aktiven Landebahnen und weitere Informationen bezüglich eines Flughafens. Dann gibt es noch die FOLMET, was sich aus den Abkürzungen VOL, französische Flug, und MET, Metrological, ableitet. Auf diesen Frequenzen werden die Meters von verschiedenen Flughäfen aufgesprochen. Das bedeutet, auf der VOLMET-Frequenz können wir zum Beispiel die Meters von ungefähr 6 bis 7 verschiedenen Flughäfen abhören. Dann gibt es noch die SIGMETS und AIRMETS, Significant Meteorological Information und for AIRMETS Meteorological Information. Dabei handelt es sich um ungewöhnliche Wetterphänomene, wie zum Beispiel Gewitter, Turbulenzen, als auch Vereisungen in einer Region, die eine maximale Gültigkeit von 4 Stunden haben. Üblicherweise werden die auf den entsprechenden Vollmet-Frequenzen ausgegeben. Wo finden wir nun diese ganzen Frequenzen? Dafür gibt es viele Quellen. Ich habe euch beispielsweise jetzt einfach nur mal diese gezeigt, nämlich handelt es sich um die Rückseite der VFA-Chart 1 zu 500.000. Auf diese haben wir schön, fein, säuberlich aufgelistet alle ATIS-Frequenzen der deutschen Flughäfen und auch die VOLMET-Frequenzen, die in Deutschland empfangbar sind.
Wir können natürlich auch weitere Quellen nehmen, wie zum Beispiel die Sichtflugkarte von verschiedenen Flughäfen, wo wir in der oberen linken Ecke auch die ATIS-Frequenzen finden, als auch die entsprechende Frequenz, welcher FIS-Sektor denn da zuständig ist. So, Fluginformation in Deutschland. Üblicherweise hat ein Fluginformationssektor das Rufzeichen Langeninformation, beziehungsweise auf Englisch ausgesprochen Langeninformation, wobei das Lange natürlich durch die jeweilige FIA entsprechend gesetzt ist. Wie wir hier sehen, auf der linken Karte haben wir die aktuelle deutsche Verteilung der FIS-Sektoren in Deutschland. Und wenn wir uns das jetzt zum Beispiel hier im nordöstlichen Teil anschauen, sehen wir, dass es ziemlich groß ist, dieser Sektor. Er erstreckt sich nämlich von der Ostsee, sogar inklusive einem großen Teil der Ostsee, bis fast runter nach Leipzig und Dresden. Und da kann einfach jemandem klar werden, wie hoch die Arbeitslast an einem schönen Sommertag sein kann. Viele VFA-Piloten unterwegs, teilweise wahrscheinlich sogar 60, 70 Stück auf der Frequenz. In diesem Falle ist die Arbeitslast einfach so hoch, es können einfach nicht alle Verkehrsinformationen und Warnungen ausgegeben werden. Ich möchte euch das einfach mal vor Augen halten, das ist einfach nicht möglich. In naher Zukunft wird auch FIS umstrukturiert, nämlich ist es aktuell so, dass die FIS-Lotsen jeweils in der entsprechenden FIA auch in der entsprechenden Niederlassung sitzen. Das heißt, die drei Sektoren von Bremen Information sitzen selbstverständlich in Bremen, die von München Information in München und die von Langen Information in Langen. In Zukunft wird FIS zentralisiert, so dass alle FIS-Lotsen nur noch an einer Stelle sitzen und entsprechend die Luftraumstruktur der FIS-Sektoren noch einmal überarbeitet wird. Die Aufgaben von FIS sind, wie gesagt, wenn möglich, wird Verkehrsinformation erteilt, die Luftraumnutzung, wie zum Beispiel sind bestimmte EDRs aktiv, Wetterinformation, Pilot Weather Reports, sogenannte PIREPs, können an den FIS-Lotsen weitergegeben werden, als auch er wird diese weiterleiten. Dann haben wir noch die Unterstützung bei Navigation und Anfragen bezüglich RRS. Dies kann zum Beispiel ein IFR-Pickup bedeuten, den wir auf der FIS-Frequenz durchführen können, als auch die Aufgabe eines IFR-Flugplans oder auch das Öffnen und Schließen von VFR-Flugplänen können wir auf FIS erbitten, beziehungsweise dass er dies an das RRS weiterleitet. Dasselbe gilt auch für Start- und Landezeiten. Keine Aufgaben von FIS sind, wie bereits erwähnt, keine Staffelung, keine Garantie für diese Unterstützung, dies ist nämlich abhängig von der Arbeitslast und keine Ersetzung der Flugvorbereitung. So, wie sieht denn ein Einleitungsruf auf der FIS-Frequenz aus? Eigentlich so wie auf jeder anderen Frequenz. Erstmal der kurze Initial Call, lange Information, Delta Echo India Bravo Fox, Delta Echo India Bravo Fox, lange Information. Und dann spielen wir unser typisches Tralala ab. Kurz und prägnant, nicht zu viele Informationen. Dennoch alles, was der Fluglotse benötigt. Delta Echo India Bravo Fox, Cessna 152, VFR von Egelsbach nach Speyer, Position Charlie VOR, 1500 Fuß, erbitte Verkehrsinformation. In diesem Fall haben wir alles gesagt, was der Fluglotse benötigt und es sind keine weiteren Fragen aktuell mehr offen. Das Ganze kann natürlich auch auf Englisch durchgeführt werden. Delta Echo India Bravo Fox, Cessna 152, VFR from Egelsbach to Speyer, Position Charlie VOR, Altitude 1500 Feet, Request Flight Information Service. So kann das Ganze auch aussehen. Wie wir bereits gesagt haben, wenn möglich wird uns FIS Verkehrsinformationen erteilen und diese haben ein grundlegendes Schema, wie sie normalerweise aufgebaut sind. Hier ein kleines Beispiel, Delta Echo India Bravo Fox, Verkehr, Cessna 172, 1 Uhr, 2 Mal. Entschuldigung, zweimal kreuzen von rechts nach links, Höhe 2000 Fuß. Als Antwort geben wir entweder Delta Echo India Bravo Fox, Verkehr in Sicht, Delta Echo India Bravo Fox, halte Ausschau. Das Delta Echo India Bravo Fox am Anfang heißt natürlich die Luftfunkstelle, die gerufen wird. Mit dem Wort Verkehr wird er uns erstmal wachrütteln. Falls er den Flugzeugtyp des entsprechenden Verkehrs weiß, wird er uns diesen nennen. Dann nennt er uns die Position, was das Flugzeug macht, nämlich es kreuzt uns von rechts nach links,
Und wenn er eine Höhenangabe dazu hat, wird er uns diese auch nennen. Auf Englisch sieht das Ganze so aus. Delta Echo Bravo Foxtrot, Traffic, Cessna 172, 1 o'clock, 2 miles, crossing from right to left, altitude 2000 feet. Delta Echo Bravo Foxtrot, Traffic inside oder Delta Echo Bravo Foxtrot, looking out können die Antworten sein. Da das jetzt natürlich nur ein kleines Standardbeispiel war, möchte ich euch auch zeigen, was es für andere Antworten geben kann, beziehungsweise Verkehrsinformationen. Es kann auch sein, dass am Anfang anstatt Verkehr unbekannter Verkehr gesagt wird, unknown traffic. In diesem Fall handelt es sich um Verkehr, der dem Fluglotsen oder dem FIS-Lotsen nicht bekannt ist und somit auch weniger Informationen zur Verfügung stehen. Nachdem wir dann auch die relative Position von dem Flugzeug gehört haben, wird er uns sagen, dass er zum Beispiel kreuzend von rechts nach links ist. Da gibt es aber auch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel konvergierend von rechts oder konvergierend von links. Das heißt, er fliegt ungefähr in dieselbe Richtung, kommt uns aber näher, so ungefähr wie ein spitz zulaufendes Dreieck. Das Flugzeug kann auch stationär sein. Dabei handelt es sich vielleicht gerne mal um Segelflieger, die gerade Kreise drehen. Oder entgegenkommt, als auch in dieselbe Richtung fliegend und wir überholen diesen bald. Crossing, converging, stationary, opposite oder same direction wären das englische Pendant. Am Ende wird uns noch die Höhe genannt, dabei kann aber noch der Zusatz kommen, nicht bestätigt, not confirmed. In diesem Fall handelt es sich um Verkehrsinformation, wo der FIS-Lotse oder auch kein Fluglotse die Flughöhe, also die Ausstrahlung des Mount Charlies bestätigt hat. Wir können uns nicht sicher sein, ob der Höhentransponder oder das Höhensignal des Transponders falsch kalibriert ist und deswegen ist das Flugzeug eventuell auch in einer anderen Höhe, ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Es kann natürlich auch zu Ausnahmefällen kommen, wo der Unterschied eklatant ist. So. Ich möchte euch jetzt einfach mal nur so ein bisschen zeigen, wie sieht denn dann eigentlich so das Arbeitsbild eines Fluglotsen aus. Wenn wir jetzt bei dem Fluglotsen reingerufen haben, wir haben seinen Transpondercode eingedreht, wird er üblicherweise so ein Target sehen. Es handelt sich dabei um ein typisches Radarziel, was der FIS-Lotse zur Verfügung hat und in diesem Fall sehen wir VFN als Beispiel. Es kann natürlich auch ganz anders aussehen. Es handelt sich hierbei um einen Gruppencode und wie ihr vielleicht dann bemerken werdet, wird euch der FIS-Lotse niemals einen individuellen Code geben, sondern es wird immer derselbe sein, je öfter ihr fliegt. Ihr kriegt immer denselben Code in derselben Region. Das sind nämlich die sogenannten Gruppencodes. Wenn der Fluglotse euch diesen Code zuweist und ihr diesen auch in euren Transponder einstellt, wird er nicht euer Rufzeichen angezeigt bekommen, sondern einfach nur die Buchstabenkennung für diesen Gruppencode. Das heißt, jedes Flugzeug, was den Code 3704 ausstrahlt, wird die Kennung VFN bekommen. Dahinter wird zum Beispiel eine 9 angezeigt, was nichts anderes bedeutet als 90 Knoten Ground Speed. Das heißt, diese Zahl wird mal 10 genommen und dann wird dem Fluglotsen die Geschwindigkeit über Grund angezeigt. Die ausgestrahlte Höhe von eurem Mount Charlie, Altitude 2100 Feet, wobei euer Transponder selbstverständlich immer nur Flight Level ausstrahlt, doch das System des Fluglotsen weiß natürlich, in welcher Gegend ihr euch befindet und wird mit dem entsprechenden QNH das Flug- oder das Flight Level unter 5000 Fuß in Altitude umwandeln. Falls ihr noch eine Mount Sierra ID ausstrahlt, wird diese unten angezeigt. Falls ihr das nicht tut oder ihr befindet euch nicht in der Radarabdeckung von dieser, wird das dem Fluglotsen natürlich nicht angezeigt. So, das ist nun der bekannte Verkehr des FIS-Lotsen. Es gibt natürlich auch noch den sogenannten unbekannten Verkehr, der dann zum Beispiel so aussieht. Natürlich könnte da auch eventuell eine Mount Sierra-ID angezeigt werden, aber wenn das Flugzeug, wie gesagt, zum Beispiel zu tief ist oder nicht in der entsprechenden Entfernung einer Mount Sierra Antenne ist, wird das dem Fluglotsen nicht angezeigt. VFR haben wir hier stehen, was nichts anderes bedeutet, dass das Flugzeug den Gruppencode 7000 ausstrahlt. Das bedeutet, es wird nicht 7000 angezeigt, sondern VFR. Dann gibt es noch die sogenannten Primärziele, wo einfach nichts angezeigt wird. In diesem Fall erkennt eine Primärradarantenne
Einfach nur, dass sich da irgendwas in der Luft befindet. Und dies ist das ungenaueste Signal. Wir haben hier natürlich auch keine Transponderinformation. Es kann auch schlecht eine Höhe oder eine Geschwindigkeit über Grund berechnet werden, da das Signal sehr schlecht ist. In diesem Fall handelt es sich auch um einen Fall, wo uns der FIS-Lotse zum Beispiel auch keine Höhe geben könnte. Es handelt sich um Flugzeuge, wo der Transponder ausgeschaltet ist, beziehungsweise auch kein Transponder an Bord ist. Und dann gibt es noch den letzten Fall, einfach kein Radarziel. Viele Flugzeuge werden auch manchmal von einer Radarantenne nicht erfasst, weil zum Beispiel diese im Schattenbereich, im Schattenkegel dieser Antenne sind oder auch einfach zu tief sind oder auch einfach viel zu klein sind. Kleine Motorglider oder auch verschiedene Luftsportgeräte sind so klein oder haben eine so geringe Reflexionsfläche, dass das Radar diese nicht erkennen kann. So, nun sind wir auf der FIS-Frequenz und hören fleißig zu, halten Hörbereitschaft und jetzt denken wir, wir haben eine Bitte. Wir machen einen ganz kurzen Ruf, Delta Kuna Bravo Fox mit Bitte oder Delta Kuna Bravo Fox with Request, damit sich der FIS-Lotse einfach darauf vorbereiten kann, dass er nun irgendwas gegen die Ohren geworfen bekommt, beziehungsweise gegen den Kopf geworfen bekommt. Und dann können wir ihn einfach verschiedene Sachen fragen, die uns auf dem Herzen liegen. Hier einfach nur ein paar kleine Beispiele, was man zum Beispiel fragen kann. Und wie ihr seht, ist das alles kein Hexenwerk. Ich möchte euch noch einfach ein paar Tipps für das Funken mit FIS geben und diese euch bitte zu Herzen nehmen. Wie ich gesagt habe, ist auf der FIS-Frequenz manchmal viel zu tun und man braucht da nicht unbedingt ein ganzes Gestottere auf der Frequenz. Deswegen erst überlegen, was ihr sagen wollt und dann bitte den Knopf drücken. Achtet auch auf die Frequenzbelastung, manchmal reicht auch einfach eine Hörbereitschaft aus. Hört immer genau zu, denn eventuell gibt der FIS-Lotse einem anderen Verkehr Verkehrsinformationen, weil er gerade Zeit dazu hat und der Verkehr von dem entsprechenden Verkehr seid ihr. Und der FIS-Lotse hat danach keine Zeit, euch dieselbe Verkehrsinformation zu geben, aber dadurch, dass ihr mitgeplottet habt und zugehört habt, wisst ihr, dass ihr eventuell der entsprechende Verkehr seid und ihr auch entgegenkommenden Verkehr oder anderweitigen Verkehr habt. Anfragen bitte kurz und eindeutig. Hier ein Negativbeispiel, bitte Durchflug durch Luftraum Charlie. Klingt natürlich jetzt richtig, aber im Endeffekt, ich habe euch gezeigt, wie groß das Gebiet ist, wo der Fluglotse, der FIS-Lotse zuständig ist. Durch welchen Luftraum Charlie? Er kann manchmal nicht immer hundertprozentig wissen, wo eure Position ist. Er hat so viele Callsigns oder so viele Rufzeichen, die mit Delta Echo beginnen, dass das Ganze nicht einfach ist. Viel besser wäre einfach, bitte Durchflug durch Luftraum Charlie, Düsseldorf, Köln von Ost nach West. Somit weiß er sofort, in welchem Bereich er gucken muss, wo ihr seid, als auch, dass ihr von Ost nach West fliegen wollt. Das heißt, ihr befindet euch irgendwo rechts von dem ganzen Luftraum Charlie-Konstrukt. Sofort kann er sofort gucken und wird euch weitere spezifische Fragen stellen, wie zum Beispiel wie genau oder wo hoch und so weiter und so fort. Stellt keine unnötigen Anfragen, wie zum Beispiel, ihr wollt, was könnte man sich denn jetzt in diesem Falle ausdenken? Keine unnötigen Anfragen, wie ihr möchtet das Wetter von Frankfurt haben, wobei ihr auch theoretisch einfach die FIS oder die ARTIS-Frequenz abhören könntet. Das ist natürlich ein Fall, der jetzt sehr spezifisch ist, denn wenn ihr natürlich jetzt in Bremen seid, könnt ihr die ARTIS nicht abhören, aber wenn ihr euch natürlich südlich von Frankfurt befindet oder nur wenige Meilen um Frankfurt befindet, ist das natürlich was ganz anderes. Und dann fragt euch bitte immer, was kann der Lotse überhaupt wissen? Wenn wir anfragen, was die Piste in Stuttgart ist oder in einem anderen großen internationalen Flughafen, ist das natürlich eine leichte Sache für ihn. Er hat ein System von allen großen Flughäfen in Deutschland, wo dann auch die aktuelle Piste angezeigt wird. Aber wenn wir ihn jetzt die Piste in Speyer anfragen, die wird er nicht wissen. In diesem Fall müsste er theoretisch zum Telefonhörer greifen und erstmal den Flugplatz Speyer anrufen. Da das natürlich bei einer hohen Arbeitslast nicht möglich ist, beziehungsweise einen unheimlichen Aufwand erfordert, überlegt euch bitte, ob ihr diese Information unbedingt gerade benötigt. So, wir sind kurz vor unserem Zielpunkt angekommen.
möchten FIS verlassen, gibt es auch die Möglichkeit, FIS zu verlassen. Wir können natürlich nicht einfach die Frequenz verlassen, denn wie wir gelernt haben, können wir das nur bei Erreichen einer Parkposition. Und Delta Echo India Bravo Fox, erbitte verlassen der Frequenz, wäre in diesem Fall der richtige Funkspruch. Delta Echo India Bravo Fox, verlassen bzw. verlassen der Frequenz genehmigt. Das bestätigen wir noch und das war's dann auch. Auf Englisch dasselbe Pendant, wie wir bereits im ersten Video der Reihe gelernt haben. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Video.